Recht herzlich willkommen zur 105. Folge vom Kerbal Space Programm. So, der Set as Target, das war jetzt verkehrt, der Mun soll sein. So, Set as Target, das hatte mir der Dralo empfohlen, danke dafür. Jetzt kann ich doch noch da, aber habe ich den nicht sogar im Visier gehabt? Könnte auch sein, ist auch egal. Wir müssen jetzt hier gucken, dass wir unser nächstes Manöver machen, das verschieben und dann haben wir die Möglichkeit, hier auch dran zu kommen. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, richten wir uns als erstes mal einmal hier aus. Da unten ist irgendwo die blaue Marke, da müssen wir hin. Und die ist aber weit weg, ha? Da kommt sie jetzt hoch. So, noch ein bisschen weiter. Sieht ganz gut aus, treffen wir eigentlich, ne? Ist natürlich das Rote dann ein bisschen darüber, aber... Ich glaube, ungefähr hier ist das. So, gut, okay. Das heißt, jetzt haben wir noch 5 Minuten Zeit. Da könnten wir ein bisschen vorspulen. Wie viel müssen wir dann brennen? 57,5, das ist nicht viel. Gut, machen wir mal schneller hier. 5, 4, 3, 2, 1. Da ist der Marker, klar. Wir sind noch gut. Ich glaube, da können wir nur Schub mit der Hand geben, anstatt mit X und Z das zu steuern, oder? Noch ein bisschen schneller. Und so, das müsste ja jetzt einigermaßen passend sein. So, sehen wir ein bisschen mehr, ne? Ich weiß jetzt nicht, das ist nur ein kurzer Schub. Da können wir eigentlich so das machen, oder? Ich schätze mal 10 Sekunden vorher sollte reichen, ne? Dann müsste das ungefähr passend hinkommen. Gut, ja, ich glaube, wir haben soweit alles beachtet. Gut, dann würde ich sagen, machen wir es jetzt. So, 30, 26 und Stopp. Sieht ganz gut aus, oder? Wie hoch sind wir jetzt hier? 10.800. Ja, ich glaube. Mach den mal weg, der ist jetzt doppelt. Ne. 10.5 müsste eigentlich reichen und ich glaube, wir sind ziemlich gut dabei. So, das bedeutet, jetzt müssen wir eine Runde weiter drehen. Machen wir hier den Fokus wieder in Backspace. War das Backspace? Ich weiß es nicht mehr. Focus Moon Rescue V5 haben wir jetzt wieder, ne? Genau, ja, jetzt bin ich damit zufrieden. Jetzt spulen wir auf jeden Fall erstmal rum. Weil das dauert sonst zu lange, bis wir da sind. Dürfen wir jetzt das Ziel natürlich nicht so früh. Bisschen langsamer werden schon mal. Täuscht das jetzt, oder? Oh, wir sind doch relativ weit weg noch. Oh, oh. Ja, weiß ich nicht, ob das reicht. Werden wir gleich sehen, wenn wir daneben sind. Ich dachte, das wäre näher gewesen. Wir müssen hier, ne, oder? 10,7, ja. Da müssen wir gucken, ob das so reicht. Sind wir noch? Nein, sind wir nicht. Okay, aber ich habe die Vermutung, das könnte reichen, oder? Achso, wir sind noch erst dahinter, ne? Wir müssen erst noch hier oben rüberkommen. Machen wir hier oben schon mal auf, damit wir das auch sehen, ob das geklappt hat, wenn. Das ist, ja, das ist ein bisschen tricky.
bis zu dem, zur Apoapsis hier, oder was auch immer Imperiapsis ist, bis dahin werden wir jetzt erstmal vorfliegen und dann machen wir langsamer. Dann müssen wir wirklich hier im rechten Winkel da bleiben. Gucken, ob es das ist, ne? Dann gehen wir wieder auf Normalgeschwindigkeit. So, jetzt. Also, es ist schwierig zu beurteilen, wenn man da ist, ne? Und ob es reicht, ist die nächste Frage. Wir können auf jeden Fall schon mal das Thermometer hier raussuchen. Wo ist es? Hier. Das ist das Barometer. Und wo ist das Thermometer? Bitte schön, da. Gut, nochmal raus. Ja, das wird jetzt die Entfernung optimal sein. Und es ist zu weit weg. Schade. Hat nicht gefruchtet, ne? Aber Keep Experiment machen wir trotzdem, oder wie war das? Und dann gucken wir erstmal nochmal. Gut, das bedeutet, wir müssen das nochmal ändern. Sind dann doch zu weit weg. Ja. Dann müssen wir hier uns irgendwo nochmal ein Manöver holen. Ich glaube, wir müssen jetzt noch ein bisschen weiter nach da. Ist jetzt schwer zu sehen, ne? So. Also die Höhe ist schon relativ knapp jetzt, ne, oder? Ist aber überall noch gegeben. Ich glaube nicht, dass wir schon irgendwo gegenstoßen würden, ne? Da geht's weiter weg, ne? Und unten ist es auch weit genug weg, ja. Also nochmal eine Korrektur. Tendenziell neige ich dazu, jetzt das zur anderen Seite noch ein bisschen zu überdrehen. Also wir haben ja noch hier unsere neue Mundperiapsis. Machen wir das so. Die müssen wir auch noch richtig haben, ne? Das bedeutet, wir müssen da noch ein bisschen einbremsen auch. Ne, das. Oh, das war jetzt natürlich viel zu viel. Also sind dann durchweg. Das sind 10,5. Halt, stopp. 10,7 wäre jetzt richtig. Okay, müssen wir nochmal machen dann. Irgendwelche Gefahren. Ja, ich glaube, wir haben noch passende Höhe. Ja, passt schon. Okay, das bedeutet am nächsten Punkt dann nochmal ein bisschen korrigieren. Ein bisschen ausrichten wieder. So, oder? So müsste es passen. Okay, dann drehen wir schneller rum noch. Was haben wir? 8 Minuten diesmal für. Fünf, vier, drei, zwei, eins, weg. Ja, hier sieht man jetzt nicht so ganz so viel, aber wird schon passend sein, ne? Und zehn, fünf, zehn, sieben. Okay. Soweit so gut. Machen wir einmal kurz die Zeit warpen. 40, 30. So. Passt, ne? Ja. Und dann gleich nochmal beschleunigen. Wieder so bei 10 Sekunden oder so. So.
einmal beschleunigen. Und stopp. Müsste schon reichen, oder? Diesmal sind wir bestimmt nah genug dran. So, also kurzer Kontrollblick. Das sieht alles gut aus. Jetzt müssen wir den Fokus wieder umsetzen hier. Mund, komm mal in den Fokus. Ne, switch to oder set as. Ach, da haben wir jetzt nicht den Mund erwischt. Ich glaube, jetzt habe ich den Mund erwischt, ne? Ah, näher ran geht leider nicht. Aber es sieht noch gut aus, ne? Ja, alles wunderbar. Und diesmal kommen wir besser dran vorbei, würde ich sagen, ne? Oder? Der dreht sich ja noch irgendwie, ne? Das ist unser Problem wahrscheinlich. Deswegen sind wir auch so weggewandert. Kann das sein? Wir werden es gleich wissen. Sind wir das? Ne. Da unten sind wir, ne, oder? So. Gut, da kommen wir wieder rum und sieht man, wie es wieder wegwandert. Ne? Wir müssen also nächstes Mal weiter nach da. Sind wir noch weit genug drüben? Ich glaube nicht, ne? Ne, das ist schon zu spät. Sonst hätte ich gesagt, machen wir das gerade da nochmal. Also nächstes Mal hier hin und dann klappt's. Ja, statische Berechnung, schlecht, ne? Schneller werden. So, da kommt er. Ja, das wird wahrscheinlich wieder zu weit weg sein, ne? So, gerade einmal nochmal das Demo. Ne, ist noch aktiv. Wunderbar. Nochmal zurück. Gucken, dass wir hier so sind. Vielleicht reicht es diesmal, ich weiß es nicht. So. Wieder kein Haken. Wieder zu weit weg. Egal. So, diesmal machen wir es dann richtig. Nach genug Fehlversuchen können wir es dann mal richtig machen, ne? Add Manöver. Der war falsch rum. Nur aufpassen, dass der nicht 12.000. Jetzt haben wir gerade einmal Backspace. Ich habe den eingestellt auf Backspace wieder, damit ich da richtig bin, weil momentan sehe ich das so vielleicht besser. Ja, müssen wir noch runter. Wo ist denn das? Da. Achso, wir wollten vielleicht den so machen, damit wir den auch sehen. So. 10,7 war es. So passt es. Ja. Und dann wollen wir hoffen, dass es diesmal klappt. Wieder ausrichten. So. 9 Minuten, die Zeit wird auch immer schon länger dauert. So. 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Ich glaube, wir sind nicht optimal ausgerichtet. Das müssen wir nochmal korrigieren. Wir sind noch. So, ich glaube, da ist es besser. Komm schon. Ja, so sieht das gut aus. Mal weiter vor. 40. 30, 20, weniger und kein Warp an, das ist schon mal schön und brennen mal. So, 35, 20, 10 und stopp. So, das wieder weg. Und machen wir den dahin. Und ja, ich glaube, diesmal muss es klappen. So, schneller. Rumkommen. Da ist er. Backspace, dass wir da oben drinnen sind. Ah, das sieht jetzt bei weitem besser aus wie letztes Mal. Ja. Das sollte diesmal klappen. Mal näher ran. So, normale Geschwindigkeit, ja, nochmal da reingucken, passt noch, noch ausgewählt. Und ich denke, jetzt ist die optimale Zeit und der Haken ist wieder nicht da. Warum nicht? Das ist jetzt die Frage, ne? Your leaving site TX stand da gerade, ne? Also das war jetzt nicht so dolle, ne? Und ich habe doch den Haken gemacht, oder? Oder war das zu früh, zu spät? Keine Ahnung. Habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet, wann das, ob das kam, ne? Hätte ich vielleicht sehen müssen. Nochmal raus. Und wir wandern ja jetzt auch wieder weg. Wenn wir jetzt eine Runde machen, sind wir dann da, ne, oder? Das heißt, wir müssen wieder korrigieren. Boah, ey. Hätte ich jetzt auch nicht mitgedacht, dass das so oft passiert hier. Das sah beim ersten Mal so leicht aus, ne? Ein bisschen mehr. Und Periapsis ist 21.000 jetzt dadurch geworden. Auch interessant. Gut, die muss geringer werden. 10,7. Ja, wir müssen darüber nachdenken, dass wir hier schon tiefer sind. Also können wir, glaube ich, die 11 lassen, ne? Oder sind wir da tiefer oder nee? Das ist die tiefste Stelle. Nee, nee, passt schon. Dann sind wir da schon höher. Also noch ein bisschen runter. Stopp, das ist die falsche Runterrichtung. Lass mal so. Ich denke, das wird schon passen. Okay, dann gleich nochmal korrigieren wieder. Das Fahnenkreuz erstmal einfangen.
So passt es, glaube ich. So, dann machen wir eine Runde. Und in der Runde nicht, sondern die 7 Minuten erstmal wieder runter. 4, 3, 2, 1. Komm einmal kurz nochmal auf zu einer Stufe schneller. Sind noch gut im Fadenkreuz, oder? So, 30, 20 und gleich 10. Und Feuer. Und stopp. Gut, okay. Wir sind noch daneben, aber wenn die Runde gedreht haben, müssten wir wieder drauf sein, ne? Oder? Mach den mal gerade an. So. Das kann langsamer werden. Höhe ist noch da. Oh, und das ist jetzt komischerweise nicht da näher rangekommen, ne? Ah. Ja. Dem ist halt so jetzt. Obwohl es vielleicht noch ein bisschen kleiner wird. Es liegt wahrscheinlich dran, dass wir hier schon so weit weg sind, ne? Wenn jetzt nicht, dann vielleicht in der nächsten Runde besser. Kann auch sein, ne? So. Das war jetzt einfache Geschwindigkeit noch. Okay. Ausgewählt ist es noch, ja. You're entering the zone. Okay. Locken. Lock temperature. Er macht's nicht. Below. Dann. Ah, wir sind noch über 10.000. Shit. Das ist unser Problem. Da war es above und hier ist es below. Okay, dann wissen wir jetzt warum. Dann wissen wir jetzt warum. Okay, das würde bedeuten. Mach den mal gerade einmal weg, damit ich das besser sehe. Add Manöver. Bisschen noch da wieder verschieben. 11, noch ein bisschen mehr. So, dann. Warte, dann machen wir nochmal den so. Halt, stopp. Ah, jetzt ist er wieder weg gewesen. So. Einmal kurz angucken. Da ist immer noch Luft dazwischen. Und wir müssten dann drunter sein. Ja, will ich hoffen, ne? Gut.
Naja, wenigstens wissen wir jetzt, woran es gelegen hat. Ist auch immer wieder schön zu wissen. So, ausrichten wieder neu. Halt, stopp, falsche Richtung. So. Kommt ungefähr hin. Sidewarp. Drei, zwei, eins. Normale Geschwindigkeit, ja. Bisschen schneller nochmal. Aber wir müssen gerade noch eine Korrektur machen. Das passt nicht ganz. So sieht es besser aus. Kurz nochmal schneller. Und wieder langsamer. Und wir geben Gas. Und stopp. Warte mal, das ist die richtige, ne? Aber der kann ich jetzt. Ich glaube, wir machen noch mal ein bisschen mehr. Ne, das wird falsch. Das ist falsch. Dann. Wo ist denn das jetzt? Da oben ist es 10,6. Jetzt lass uns mal gerade Retro ausrichten, oder? Und dann müssen wir einfach nur ein bisschen brennen, dann muss das weniger werden, oder? So, ich glaube, das müsste below sein dann, ne? Ist nur die Frage, ob wir nicht below auch gleichzeitig irgendwo gegenstoßen, aber ich meine nicht, dass es müsste immer noch überall gut sein. So. Schneller werden. Zuck einmal rum. Und da kommen wir wieder an unser Ziel. Zuck. Mal kontrollieren. Ja, die Flugbahn ist noch frei. So. Mal schneller. So. Wie weit sind wir entfernt? Ah, ist nicht mehr viel. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu groß, der Abstand. Wir haben 10.000 runter. Und ich gehe mal hier rein, oder? Das passt. Ich will hoffen, dass wir das jetzt hinkriegen. Sind wir zu weit weg, pass auf. Jetzt sind wir zu weit weg. Die Nachricht kommt nicht. Schade, ne? Könnt's ja trotzdem probieren, aber es hat nichts gebracht. Es ist zu weit weg. Ja, schade. Ich glaube, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. So, wenn wir jetzt weiterfliegen, geht unsere Bahn da näher ran oder nicht? Das ist die Frage, ne? Weiß jetzt auch nicht, wie der sich dreht.
Weil jetzt was verstellen wäre erstmal doof, ne? Vielleicht kommen wir auch so hin. Ich glaube, es könnte sogar sein, dass die Bahn jetzt besser wird. Aber jetzt ist die Hälfte und gleich ist es auf der anderen Seite. Okay. Ich glaube, wenn wir jetzt noch die Höhe passend haben, dann ist es diesmal besser. Sollte jetzt klappen, oder? Und wenn nicht jetzt, dann in der nächsten Runde. Komm schon. So, normale Geschwindigkeit, ja. Ziel voraus. Höhe passt. Jetzt brauchen wir nur noch kommen, dass wir in der richtigen Bereich sind. Und das müsste jetzt so passieren. Ja. Und der Haken ist da. Ja, gut, haben wir das geschafft, ne? Würde ich sagen. Und dann ist der nächste Weg prinzipiell zur Landung. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.